Ja, ist auch schön. So, und herzlich willkommen im Stream. Da geht's auch schon wieder los hier mit Valheim. So, jetzt kann ich erstmal das hier zumachen. Und wo ist eigentlich mein Steam? Manchmal habe ich das Steam hat sich dann so gestartet, aber nicht richtig. Muss ich es aus dem Task Manager beenden und neu starten? Echt? Ja, ganz komisch. Moin Cosmo! Du Moin. auch hier! Ja. Ja, es taucht da nicht auf. Wenn ich es dann versuche zu starten, passiert nichts. Und wenn ich dann im Task Manager gucke, steht alles drin, aber es ist nicht da. Es passiert nicht immer, aber manchmal. Heute ist wieder so ein Tag. Also, ich muss ja eh den Serverbrowser mal öffnen. Ja, ich weiß gar nicht, was mache ich denn heute? Irgendwas hatte ich vor eigentlich, aber was hat Grommer zu unserer geilen Brücke gesagt? Der hat die wohl schon gesehen, irgendwie. Keine Ahnung, ob der noch gestern heimlich Stream geguckt hat. Ah, Aber Stream wir Sniper. waren gleich dort. Aber er hat auch eine halbe Stunde vor mir angefangen. Kann sein, dass er da schon dort war. Hier sind immer irgendwelche Blödmänner und hauen mir meine Fackel kaputt hier. Was? Vor dem Steintor. Hm. Immer wieder die Fackel erneuern. Der Angriff mit Messern und Bögen während des Schleichens gewährt einen signifikanten Schadensbonus. Okay. Also immer vorher in die Hocke gehen. Ja. Ja, wir könnten eigentlich mal, also wir brauchen ja eigentlich Eisen, ne? Wir brauchen Also, Eisen, ja. Eisen. Fehlen da schon wieder zwei Steine in der Mauer oder was ist hier los? Ja. Aber drumherum ist doch alles heile. Was passiert denn da immer? Keine Ahnung. Aber es ist eben auch die Geschichte mit der Fackel, dass die immer fehlt. Da werden sie immer rangehen. So ein bisschen nerven. Aber warum immer an der Stelle hier? Verstehe ich nicht. Und wieder der erste Affe. Ich meine, die Mauer ist eigentlich da hoch genug, dass sie zumindest nicht darüber kommen, aber. Oh, ihr habt ein paar Bäume gepflanzt. Ein paar Tannen. Und da vorne ist das Glaube Schweinegehege, schon, oder ich was? weiß gar nicht. Ja, genau. Ah, okay. Aber Ich muss die Mauer ja ich noch ein bisschen dachte, dass man da weitermachen hier auf der anderen einpflanzen Seite. will. Wenigstens sieht die andere Seite noch so aus, wie sie aussehen soll. Ja. Nehmen bisschen gleichen. Ach, und am Hafen habe ich was gebaut. Musst du mal Am gucken. Hafen. Hier bei uns hier am Hafen. Oder. Ja. Ah, schön. Da hängt die Schlange drin. Das sieht gut aus. Ich fall hinten rüber. Horst.
Warum haben wir hier eigentlich noch so einen Baumstamm liegen? Gibt's ja nicht. Vier Bienen haben wir auch schon hier. Ja, ich weiß, warum die eine Biene gefehlt hat. Und zwar, wenn da starker Seegang ist, dann werden die wird das Land da unten überspült. Ja. Und es hat wohl den einen Bienenstock gekillt und dann auch die Königin mit weggeschwemmt. Ja, und ungut. Ist er erst einmal auf das höhere Terrain gestellt. Wir haben überlegt, ob wir dann jetzt eine gleich die Stützmauer bauen. Ja, du musst das ja alles aufschütten auch, ne? Weil die Mauer hält das Wasser nicht ab. Ja, ja, wir müssen es ein bisschen auffüllen, aber es ist nicht viel. Nee, nee. Ich hab eh überlegt, das aufzufüllen. Dass wir so eine richtig harte Kante nach außen haben. Ja. Nur Stein. Ach, und wir haben das Lagersystem hier ein bisschen umgestellt. Okay. Wir haben jetzt praktisch Holz und Stein, ist alles außen vorm Haus. Ja. Damit wir innen wieder ein bisschen Platz haben. Ja. Und weil Holz brauchst du ja meistens irgendwie außen. Nein. Dass das einfach schneller zugreifbar ist. Ja, klingt vernünftig. So, jetzt versuche ich erstmal die Mauer hier so ein bisschen weiter zu machen. Steine. Große, dicke, kleine. Okay, ich muss hier definitiv ein bisschen auffüllen. Das ist alles so tief hier. Es wird natürlich jetzt auch gerade wieder Nacht. Das ist super. In anderen Spielen sagt man immer so, ah, nachts ist super, kannst du erstmal bauen und so. Mal hier. Siehst du ja nichts mehr. Ach Mann, warum ist denn hier schon wieder. Meine Frau, die stellt hier mal so Scheiße hin. Ein Mauspad hier direkt an so einer scheiß Unterlagenkacke hier. Und jedes Mal komme ich mit der Maus dran und der drückt die rechte Maustaste. Nerv. Gut, dass diese Peaks da nicht wehtun von der Palisade. Ja. Stehe gerade drauf. Ach.
Okay, das passt. Die aber gerne noch ein bisschen mittiger bauen. Sehr gut. Geht noch. Können wir so lange unten weiter bauen. Dein Netz. So, wie hoch ist es da? Komm schon. Vielleicht mal. Okay. Steht nicht gut genug hier. Nee, steht ein bisschen. Wäre das, wenn wir das hier so. Es geht noch. Und das hier alles auffüllen. Eigentlich reicht das, die Höhe dann ja schon, ne? Ja, die Höhe reicht, aber es muss wirklich bis da oben, weil gerade kam hier das Wasser und es war fast bis Oberkante Unterlippe. Okay. Da muss man drauf achten. Dann mal ein bisschen Licht. Stimmt, gerade alles unter Wasser hier. So da rein, ich möchte da. Klippt doch mal anders hier. Große Mauer klippt so doof. Ah. Das war der richtige Clip. Jetzt ein bisschen durchziehen bis hier und dann machen wir einfach gerade nach hier rüber. Aber sehr gut, das ist ein guter Plan. Werkbank, Werkbank, Werkbank. Throw me not on the nuts. Scheiße, hab kein Holz. Achso, Holz? Kannst du in den Werkbank hier hinstellen? Dabei. Ja, klar. Irgendwo hier. Hier? Ja, irgendwo hier. Sollte reichen. Sehr gut.
Auffüllen geht nämlich nur, wenn eine Werkbank in der Nähe ist. Weißt du, was ich mir überlegt habe, wie man eigentlich auch, naja, mehr oder weniger legal, nenne ich es jetzt mal, Eisen und sowas transportieren könnte durch Portale? Wie? Du packst dich voll mit Eisen, gehst in eine andere Welt, packst das Eisen in deine Kiste, lockst dich wieder oben in diese Welt, gehst durch das Portal, lockst dich wieder um, sammelst das Eisen wieder ein, lockst dich wieder um und du hast das Eisen wieder auf der anderen Seite des Portals. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das stimmt. Du machst quasi Import-Export. Erst exportierst du die Steine, erst exportierst du das Eisen, dann wanderst du hier auf der Karte und importierst dann wieder an der Stelle. Ein Reimport sozusagen. Es ist so halb legal, kann man sagen, weil du hast ja quasi nichts aus einer anderen Welt. Also wenn man das jetzt so machen würde, dass man sagt, ey, nichts aus anderen Welten importieren. Ja. Ne? Ja. Wenn man das so als, ich meine, am Ende müssen wir vielleicht das so oder so machen, aber jetzt für den Progress, dass wir sagen, okay, nichts aus anderen Welten importieren, ja, dann wäre das so halb legal, weil die Sachen wären ja von hier. Ja. Ne? Hier mach mal hoch hier. Das war gut. Ich finde, man braucht hier immer 4 Steine, um was aufzubuddeln hier, ne? So ein bisschen. Das ist viel zu teuer im Vergleich zu dem, was man bekommt, wenn man jetzt hier in der Gegend einfach irgendwo was abschlägt. Ja. Weil da kriegst du ja fast gar nichts an Steine. Und du könntest ja theoretisch irgendwo ganz weit unten anfangen und einen riesen Berg weghacken mit einem Schlag. Und da kriegst du auch nicht. Da müsstest du ja theoretisch instant Inventar voll haben bei der Masse, die du da an Steine wegmachst. Also das ist so ein bisschen imbalanced, finde ich. Oh, weißt du was? Ich habe eine Idee. Und zwar will ich gerne da außen. Das sieht so gut aus mit der Eisen, mit der Klippe hier. Da baue ich so mal so eine kleine Sicherheit ein. Meinst du so eine Treppe, wo wir wieder hochkommen? Ich baue so ein paar Steinstufen hin. Ja, Steinstufen, sehr gut, sehr gut. Wenn du da neben das Wasser plumpst. Ja. Daneben was durchaus mal passiert. Ja, dass du da nicht instant einen Löffel abgibst. Ja. Das ist... sehr gut. Ich meine, solange du nicht schwimmst, kannst du immer noch sagen, Hilfe, Hilfe. So, jetzt könnte ich mal wieder einbiegen hier, glaube ich. Autsch. Dann ein bisschen... die Richtung, oder? Ja, die Richtung ist gut, aber es wird nicht richtig gesnappt hier. Wo ist dieser Snap-Punkt? Dieser Snap-Punkt! War er das? Nein, das war er nicht. Scheiße. Nein, das war er auch nicht. Axt. Lass mich da mal richtig reinsnappen hier, du.
Ja, ich will nicht, dass von außen da diese Lücke entsteht, weißt du? Das habe ich doch vorhin gerade auch geschafft. Aber dieser Snap-Punkt, der ist irgendwie, keine Ahnung. Und das mit den Umschalt links drücken und. Funktioniert auch nicht immer so geil. Snap der nämlich, kann er nämlich auch nicht da reinbauen. Ach Mann. Kackding. Mann, das Wasser, ne? Gerade hier Rohrwellengang stört mich. Warum kann er nicht an der anderen Seite snappen? Vielleicht muss ich den Stein einmal komplett rumdrehen. Vielleicht geht das. Snappt er jetzt auf der anderen Seite? Kriege ich den dazu, auf der anderen Seite zu snappen? Alto Belly. Das ist manchmal richtig ätzend, ne? Das Wasser ist ätzend, ja, dass du jedes Mal das Ding hier verlierst. Oh, Ja. da war der Snap-Punkt. Da war der Snap-Punkt. Keine Steine mehr im Inventar. Wo gibt's hier einen? Ah, ich glaube, ich habe einen Trick gefunden. Ich glaube, ich habe einen Trick gefunden, tatsächlich. Ich wusste, wenn es ein Cheat in die eine Richtung gibt, gibt es auch einen in die andere Richtung. Jetzt gefunden. Wenn du den Punkt, wo du quasi den Punkt, wo du die Sache erhöhst hier. Wenn du den so weit an die Kante schiebst, dann erhöhst du immer ein Stück höher, nimmst aber gleichzeitig auch, wird es größer. Verstehst du das, was ich meine? Nee. War klar. Aber ich schaue es mir Ich jetzt hab's gleich mal an. auch nicht verstanden. Kann ich denn jetzt hier... Erstmal alles mit dem Ebnungstool Ja. hier versuchen höher zu machen. Das hilft ja auch manchmal schon ganz gut. Ja. Ja, da hinten kommt noch das Wasser durch. Jetzt eigentlich schon fast reichen, oder? Weiß nicht. Sehen wir gleich.
Den möchte ich aber gerne besser reinsnappen hier. Krieg ich das hin? Alter, was wir da an Stein brauchen. Unfasslich. Snap doch mal den an der Seite, verdammte Axt. Ach komm. Eine Kante. So, und jetzt machen wir das so, dass wir hier in die Richtung zumachen gerade. So, noch einmal habe ich noch, okay. Hier, pass mal auf, ich zeig dir das mal. Ja. Wenn ich jetzt hier... Ich stehe jetzt hier oben auf dem Punkt, den ich hier hoch gemacht habe. Ja, ja. Wenn ich jetzt hier den Mauscursor nehme und nicht irgendwo unten hoch mache, sondern hier oben an der Kante hoch mache, das macht das Ganze noch höher, aber ich nehme gleichzeitig, komme ich ein Stück weiter. Okay. Siehst du das? Ich brauche nur die vier Steine, komme aber ein Stück weiter. Das ganze Ding wird dann zwar voll hoch, aber das kann ich wieder abtragen. Es kostet mich aber nicht unendlich Steine hier. Ja, das ist gut. Aber ich sehe hier, wir haben schon wieder Wasser da. Ja, ja, es ist hier noch Wasser hier. Es ist noch nicht gut genug hier. Vielleicht sollten wir einfach das ganze Gebiet hier schon eingemauert. Steine hast du dir genommen, oder? Ja, Steine habe ich genommen. Gut. Das sind wir jetzt auch vergraben. Wir könnten einfach so eine natürliche Mauer machen hier. Warte, ich komm gleich. Kommst hier nicht durch. Auch keine Steine mehr. Nichts. Noch ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob ich da jetzt überhaupt Steine wieder rauskriege, wenn ich da jetzt ein bisschen abgrabe von. Ich fange mal oben an. Ja, so viel wie möglich da abgraben hier. Ja, Steine von haben. Ein Stein.
Kommt der Stein raus? Ein bisschen Stein kriege ich zurück, ja. Aber nicht so viel, wie ich reingesteckt habe. Aber immerhin habe ich jetzt weniger reingesteckt, als hätte ich von unten angefangen, auf jedem Punkt. Ja. Boah, das war volle Überschwemmung. Das ganze Gebiet ist bis... Ja, ich sag ja, fast bis Oberkante Unterlippe. Wahnsinn. Wir müssen das eigentlich alles so hoch machen, wie wir unser Haus stehen haben. Was passiert denn, wenn ich hier... Was wollte ich jetzt machen? Was nicht? Mhm. Könnte was zu essen gebrauchen. Okay, dann machen wir das mal. Gönn dir.
Geil. Von die Wand hoch. Was? Ich bin so ein Stück Felswand hoch gejumpt. Okay. Oh, nicht schlecht. Brauchst du da unten Stein? Achso, du brauchst da noch eine Öffnung. Ich schmeiße es hier runter. Es regnet Steine. So, muss mal die Bären kehr machen hier. Autsch. Ja, jetzt nachts ist es aber da draußen zu heiß. Ich gerade habe ja vergessen, meinen Streamtitel zu ändern. Wollen wir mal eben schnell was Dashboard machen. Im OBS sehe ich wieder nicht den Knopf dazu. Das ist wahr. Jetzt passt's.
So. Wo war ich stehen geblieben? Repariert habe ich. Jetzt muss ich wieder weiter hacken. Nö. Ich glaube, ich habe noch einen Trick rausgefunden. Ja, das ist ja perfekt. Was denn? Jedes Mal, wenn du hackst, schiebt sich's, wird's niedriger, aber schiebt sich nach vorne. Ja, genau. Das heißt, ich kann nicht erst hochbauen und dann kann ich mich von oben wieder runter bauen, aber jedes Mal wieder plattklopfen. Machst du ganz normal vorne an der Kante oder hackst du woanders? Ich hacke an der Kante dann. Batschens, das wird platt. Ich kriege sogar noch Stein dafür. Ist wie beim Schmieden, oder? Echt. Du klopfst es platt. Ja. Das ist ungefähr die Höhe hier.
so düster wieder hier, ey. So düster, dass ich nicht mal die Kante sehe von dem Stein hier. Hundertzweiundvierzig. Was 142? Der Tag. Ah, okay. Hab ich gar nicht gesehen. Nein, dann. Mit dem Trick hätten wir uns easy so eine Steinbrücke machen können. Ja. Nächste dann. Ja, einmal übers Meer. Bis zu so einer Schildkröte. Die mauern wir dann ein. Dann kann die nicht abhauen. Wir haben mal wieder ruhige See. Reparieren. Machst du die Kante ein bisschen härter? Ja.
hier die Hilfsmauer abreißen. Handwerkstation fehlt, okay. Werft die hier für die Dämpfer noch Steine hin. So. Die Richtung, ne? Nee, Quatsch. Eigentlich so. Na, Snap. Ah, Mist, hier ist zu hoch. Ach, Steinitz ist nicht in der Nähe. Wo ist denn der? Habe ich den mit? Nee. Der steht da hinten, so weit weg. So.
So. Hier noch ein bisschen. Präzisionsarbeit hier. Ich mache hier so einen Holzpin im Wasser. Ach, daneben. Wenn ich den wieder abbaue, schwimmt der oben. So, Mauer. Möchte ich gerne dahin. So ist gut, so ist gut. Ach man.
Gut. Ich dachte schon, was schlägt der jetzt mit der Faust? Ich tippe hier gleich einen Sturzschaden. So, jetzt muss ich den nur noch hier zusammenführen. Lass mal hier den. Habe ich hier ein verpacktes Bauteil? Das ist doch scheiße. Ein verpacktes Baumteil? Bauteil. Bauteil. Mehr weg. Hat alles irgendwie verpackt. Warte, ich komm mal. Der Holzpfahl, der da neben dir steht. Welcher? Links, nee, dir, da steht gar keiner bei dir. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum ich den nicht wegmachen kann. Lock ich mich mal kurz aus und lock mich wieder ein. Ja. Der Hoffnung, oder, Port dass das oder Portal und hin und zurück. Kann ich auch probieren. Muss ich das Passwort neu eingeben. Ist immer so lästig, Passwort eingeben. Das stimmt. Sehr schön.
Ja, so könnten wir die Mauer erstmal lassen. Jetzt müssen wir noch innen drin alles schön gerade ziehen. Da ist wieder so Fenster hier. Unglaublich. Ja. Es dürfte jetzt nur noch dieses kleine Stück hier vorne sein und vielleicht hier so ein paar Lücken, die ich jetzt gerade in der Dunkelheit nicht erkennen kann. Okay. Ich habe heute einen Artikel gelesen, da hat einer wohl einen Zauberturm gebaut. Ein riesengroßes Ding. Okay. Und hat das um. Da drin stand Eiche, aber ich glaube, das war eher eine Fichte. Um eine Fichte gebaut. Heißt wohl, wenn man Sachen an den Baum dran klebt, gilt das wie, als würden sie auf dem Boden stehen. Was natürlich auch Okay. interessant ist. Damit könnte Gromer dann auch wirklich sein Baumhaus machen. Ich will ein Baumhaus bauen. Cool. Er will auch immer ein Baumhaus bauen. Watch. Guten Abend, Markus. Na, alles gut? So finster. Manchmal ist schon ein bisschen nervig. Was genau? Der Baumodus. Ja, Baumodus ist manchmal schwierig, ja. Es ist so dunkel.
Bei uns alles bestens. Schöne Grüße von Jana. Gruß zurück. Ihr guckt heute mit. Und endlich etwas Vitamin D heute bekommen. Unvorstellbar, dass wir 2 Wochen Schlittenfahren waren. Ach, vor 2 Wochen Schlittenfahren waren. Ja, stimmt. Heute im T-Shirt draußen gewesen auf dem Spielplatz. Das ist Hammer. Bin noch mit Winterjacke raus und dachte so, da. Fehlentscheidung. Ganzen Blumen kommen jetzt raus. Kann man nur hoffen, dass jetzt im März nicht nochmal so eine Kältepeitsche kommt, wie einige sagen. Das ist nicht gut für die Blumen dann. Wenn die nochmal so hart gefickt werden vom Winter. Nee. Ja, die Kante gefällt mir schon hier, das sieht ganz gut aus. Also am Leuchtturm drumherum sieht schon mal ganz gut aus. So eine Spitze. Das ist auch noch eine Spitze. Ja, oder? Das ist gut. Ja, super. Kann man ja direkt noch richtig was hinbauen. Mhm. Ich überlege sowieso, wenn ich das jetzt platt gemacht habe, dann verlege ich unser Haupthaus ein bisschen. Mach das mehr hier hinten an die Kante ran. An die Kante. Und die kriegt dann ein Steinfundament. Okay. Der Hütte. Mit schönen Steinfliesen, dann haben wir so einen fetten Steinkamin da rein. Mhm. Zumindest die erste Etage und darüber kann man wieder Holz machen. Ja.
muss ich nochmal auffüllen. Das funktioniert so nicht. Im Garten fängt es an, alles sehr blöd. Mein Twitch spinnt voll. Bild steht immer wieder. Okay. Also nicht okay, aber Twitch. Oh, Twitch spinnt manchmal. Das stimmt schon. Guckst du über Mobile oder über PC? Fernseh. Hier ist immer noch so eine Lücke. Okay. Handy? Ja, um Handy kann sein, wenn Twitch macht das immer so random, ob man quasi Quelle wählen kann oder auch alle anderen Auflösungen. Und wenn du nur Quelle wählen kannst, dann kann es sein, dass das auf dem Handy ziemlich kacke ist zum Angucken. Ah, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Also mit dem Terraforming habe ich das so langsam raus, glaube ich. So, jetzt müssen wir hier wieder aufschaufeln ein bisschen. Okay, das ist gut. Das lassen wir auch erstmal so. Kommt noch Wasser rein. Es kommt gerade wieder hohe Wellen. Das ist sehr gut. Dann sehe ich, wo das Wasser reinläuft. Kommt immer noch rein? Ja, ja, es schwappt hier so ein bisschen rein quasi. Da, wo es noch tiefer ist als der Meeresspiegel. Aber es sollte sich bald in Luft aufgelöst haben. Sieht gut aus.
Ja, das ist okay. Jetzt müssen wir noch hier die. Warte mal, die Kante muss noch etwas tiefer. Sieht gut aus. Hier ist schon fast so tief. So.
So, wenn ich das jetzt nochmal platt mache hier. Da ist eine Kante dran. Klopf, klopf, klopf herein. Mir vor wie so ein Steinhauer. Ja. Mache gerade so ein Bild. Also ein Bildhauer. Kante geht, oder? Ja. Könnte sich ja eigentlich noch einen Stein oben drauf setzen dann, oder? Mhm. Dass man so macht, wie es hier hinten ist. Der Höhe. Wo ist fast ein bisschen hoch. Mal wieder nicht drüber gucken. Lass uns doch einfach, wie es ist. Lücke zu machen. Vielleicht wären die Bienen auch nicht überschwemmt gewesen, wenn ihr die auf Pinne gestellt hättet. Die standen. Die standen auf Pinne. Die standen, okay. Ja, ja. Das war selbst noch zu niedrig. Nee, der Pfahl, der war noch in Ordnung. War schon schwer angegriffen, aber noch in Ordnung. Aber scheinbar ist alles, was auch auf dem Pfahl steht, angegriffen. Und H
hatte dann einfach nicht so eine hohe Standhaftigkeit wie der Pfeil. Ja. Und dann nehme ich an, ist auch die scheiß Biene einfach abgeschwemmt worden. Möglich. Weil die war ja einfach weg dann. Oder weil sie ja eigentlich ein lebender Organismus ist, ist sie ertrunken im Wasser. Auch möglich. Bei diesem Spiel ist alles möglich. Alles. Das alles. Und noch viel mehr. Oh. Das ist noch zu tief. Es ist verbuggt hier. Was denn? Oh. Ja, oder? Ich muss mal gucken. Was denn? Ich bin nicht mehr aus dem Wasser gekommen. Ich hing da auf halb acht. Ja, das ist schwierig. Ist doch gerade wieder hoher Wellengang. War es überhaupt Tag? Fühlt es sich nicht so an. So. Gleich haben wir es so halbwegs. Muss ich noch einmal per Hand auffüllen.
Odin, mach wieder Licht hier. Mensch. Hier noch so eine Kohle drin. So ein kleiner Berg. Noch so eine komische, hässliche Kante. Ja. Ich glaube, da muss ich noch mal aufhüllen, wenn Tag ist. Ich sehe die Lücken ja nicht. Zum Wärmen. Ach, ein Tee. Shit. Was? Bist du reingefallen ins Wasser? Ja, ist gefallen. Ja, ja. Aber schon wieder draußen. Das Meer peitscht wieder.
Stehst da wie so ein begossener Pudel. Mit Helm. Na, das Loch ist offensichtlich. Aber ich denke mal, so kann man das erstmal lassen. Oder was sagst du? Wissen nicht, aber ich denke schon. Hier ist noch eine Lücke. Das ist jetzt bei dir da geknackt. Okay, das sieht ganz gut aus hier. Ach, keine Steine mehr. Jetzt ich brauche wieder Steine, ganz viele Steine. Ich glaube, wir haben hier noch welche, oder? Ja, in der Kiste ist was. Alles gut, alles gut.
gut das Essen nicht auch noch beeinträchtigt oder beeinflusst, wie viel man gerade tragen kann. Ja. Das hat nur noch zwei dran. Und dann da. Okay. Ich glaube, ich fahre mal mit dem Schiff ein paar Meter weiter. Mhm. Der Hoffnung, da schön Stein abbauen zu können. Ja, Stein abbauen ist immer gut. Dann kann ich das leichter wieder heim transportieren. Mhm. Ach, auf der alten Base haben wir ein kleines Schiff hingestellt. Okay. Mit dem wir die Seeschlange gefangen haben. Wir haben das dann auch in der kleinen Base gelassen, in der alten. Mhm. Haben wir praktisch dort auch ein Boot zur Verfügung. Na gut. Ein Kernholz.
Was ist los? Alles wieder gut. Schock mich nicht so. Felsen, der hinter der Segel versteckt war. Ah, okay. Könnten wir natürlich auch machen, das Fundament. Oder Variante 2. Würde mich interessieren, ob im Untergrund auch irgendwo Felsen sind. Wie meinst du das im Untergrund? Wenn man einfach irgendwo die Erde aufpickert, ob man dann irgendwann auf Felsen stößt. Egal, wenn du mitten im Land die irgendwo stößt an diese Wassergrenze, diese Meerwassergrenze. Das Wasser hat ein bestimmtes Level. Naja, schon. Ich meine nur, ob halt irgendwo random Felsen innen drin sein könnten. Ach so. Ja, ich glaube nicht, weil wenn du so ein Gebiet aufschüttest, wo ein Felsen ist, dann springt der nach oben. Okay. Springt immer zum Boden quasi. Oh shit, hier ist ein Troll. Bist du mit dem fertig? Gucken. Problem ist, es ist nicht nur ein Troll, das ist alles Mögliche, ja.
Mal gucken, kann sein, dass der Troll zu dir kommt. Nee, der ist noch hier. Okay. Schmeißt du schon mit Trollen um dich? So, geht wieder alles. Ist es, dass der mit Steinen rumwirft? Könnte ich sehr gut brauchen. Ja, lass immer Steine werfen und sammel die alle ein. Ja, die spawnen leider. Ja, leider. Ja, komm. So, wir haben das und das und das, dann haben wir hier. Schon hier einen mehr als da, das heißt. Und die andere Steinschmätze hier. Springen, ah nee, Rennen 38.
Dein. Die ganzen Steine aufgeraucht. Bitte? Ich sag, ich habe gleich die ganzen Steine hier aufgeraucht. Okay. Ja, vielleicht müssen wir dann einfach mal zu zweit hier hinterfahren. Wenn es wieder Tag ist. Jetzt ist es zu blöd bei dem Aufmarsch von den Affen. Das könnte vom Grundriss erstmal reichen. Okay, da sind die Kernhölzer auch schon wieder aus meinem Inventar raus. Was? Ich bin angekommen. Also Clear Shepper. Cosmo ist da. Diesem Holz.
Ich glaube, ich würde nicht so viele Stützen stellen. Ja, ich weiß noch nicht. Ich Weil du werde kannst wahrscheinlich einige dann wieder abreißen, aber. innen kannst dich kaum bewegen dann. Ich muss noch gucken, wie viel ich brauche. Vielleicht reiße ich in der Mitte ein paar ab, dass man einen größeren Block hat. Aber ich habe das erstmal so gemacht, um hier meinen Raster zu haben. Yeah, Regen. Endlich mal wieder. Ich überlege gerade, ob wir hier noch eine Tür brauchen. Oder ob hier eine reicht. Mal, wo denn? Vielleicht in die Richtung hier. Die Die wird einzige wahrscheinlich nicht Richtung. schaden. Wir haben jetzt bloß hier da vorne die, ne? Ja. Die einzige Richtung, die noch Sinn macht, wo man noch eine Tür hinmachen könnte. Nach hinten macht keinen Sinn, da ist alles nur noch. Ja, aber ich würde sie wahrscheinlich hier machen, nicht direkt an den Rand. Nichts. So, kein Stein. Wow, der Stein ist ja leer, leer. Ja, der ist hart leer. So richtig hart leer.
Okay, shit. Was denn? Ja, eine Bienenstock hat nicht funktioniert, er braucht mehr freie Fläche. Zu nah am Haus. Ja. Over there. Allerdings. Aber sag mal, es gibt hier tatsächlich doch Ebbe und Flut, oder? Kann es sein? Manchmal habe ich das Gefühl, ja. Hä, was ist nichts passiert? Warum ist meine Treppe da unten weg? Was? Da ist doch eine Treppe. Ja, da war. Ne, hier ist ja noch eine und da fehlt eine. Weggespült. Gesickt, komm ich da nie hochgesprungen? Ich komm da auch nicht rauf. Ja, ich kam da vorhin rauf. Weil, ah, jetzt. Naja. Nee, komm ich rauf. Eigentlich bin ich im Springen noch zu schlecht. Wahrscheinlich. Ich komme auch gerade so eben drauf. Na, auf und wieder runtergesprungen. Verdammt. War doch noch eine kleine Holztreppe. Solange ich keinen Stein hab. Mal schauen wir an, wie weit der Wasserspiegel jetzt unten ist. Hm. Ach, jetzt habe ich auch kein Holz mehr. Verdammt. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich Rohstoffe sammeln. Ja gut, Holz haben wir noch in der Kiste. Ich noch holen. Aber Steine müssen wir definitiv sammeln. Hast du genau das Ding hingestellt, wo ich gerade hochspringe. Ach so. Ja, sorry. Kein Problem.
die in der Mitte erstmal alle weglassen, die Dinger, und gucken wir erstmal, wie die Auslastung von den Bodenplatten hier ist. So, Holz, 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 da haben wir noch Holz. Ach, okay, normales Holz haben wir auch nicht mehr so viel, ne? Nee, wir müssen. Eigentlich nix. Tatsächlich was machen. Nee, es ist alles weg. Okay, dann teste ich jetzt nochmal, wie weit die. Welche Farbe die Bodenplatten hier kriegen. Boah, jetzt werde ich geblendet hier. Gelb, orange, rot. Ein leichtes Orange haben wir hier in der Mitte. Abend frei. Wie geht's dir? Mit deinem Taschenrechner. Servus, frei. Oh, soweit gut, danke. Ein bisschen müde, aber ist ja auch schon wieder 11. Stündchen noch. Da ist schon wieder Feierabend. Och, jetzt springt er hier immer gegen die Wand. Wir machen heute mal einen großen Umbau. Wir haben hier das ganze Land ein bisschen erhöht. Lag ja ziemlich tief und wurde immer überflutet. Jetzt haben wir gerade so eine Höhe erreicht, die nicht überflutet wird. Und jetzt bauen wir hier ein neues Haupthaus. Oder ich habe hier angefangen, ein neues Haupthaus zu bauen. Grundplatte mal aus Stein gemacht, statt aus Holz. Also eine Mauer drumherum gezogen. Aus den dicken Steinplatten. Und jetzt nach oben hin würde ich jetzt wieder Holz machen. Ja, unten wieder Werksbereich, oben wieder Schlafbereich, so wie wir es da auch haben. Hier wieder ein Kamin.
Ja, das, wenn Sturmflut ist, dann kommt das Wasser hier ziemlich hoch. Also, das ist schon krass, der Unterschied. Und da das ja so ist, dass es ja hier quasi nur ein Sea-Level gibt und nicht, das ist ja kein echtes Wasser. Das heißt, du kannst nicht einfach hier eine Mauer bauen und dann ist dahinter trocken, sondern ja, es schwappt eigentlich durch die Mauer, es ignoriert die Mauer einfach. Selbst wenn du da eine Mauer aus Naturstein machst, weil es die ganze Karte quasi ein Seelevel hat. Ich meine, das macht es natürlich auch einfach für die ganze Berechnung, ne? Als wenn du echtes Wasser hast, was wirklich als Flüssigkeitskörper agiert. Dadurch läuft das Spiel natürlich auch viel performanter, wenn man sagt, okay, wir haben nur Wasser auf einem Level. Der Nachteil ist halt, du hast nicht sowas wie einen Bergsee oder sowas. Das kannst du damit natürlich nicht machen. Weil du halt nur ein Wasserlevel hast. Ja, und uns sind die Ressourcen ausgegangen, das heißt, wir müssen jetzt mal farmen gehen. Na gut, jetzt ist das Kennholz auch aus. Dann ist das ein guter Zeitpunkt, loszutigern. Ach so, hier hinten muss ich noch gucken, wie ich das mit dem Ofen mache und mit der Schmelze. Die soll natürlich auch irgendwie wieder hier rein. Da brauchen wir natürlich noch einen Abzug. Da muss ich hier noch ein bisschen was umbauen. Und hier kommen natürlich auch noch Steinplatten rein, weil dann werden wir da oben das etwas größere Feuer drauf machen. Müsste man ja eigentlich auch einen Grill dran setzen können, oder? Ja, oben im Leuchtturm mal probieren. Im Leuchtturm haben wir natürlich jetzt ein Problem, weil der so rangeklatscht ist. Wie meinst du das? Naja, der steht ja jetzt nicht mehr frei. Der ist ja, kannst ja kaum mehr durch zum Haupthaus. Ja, das andere kommt ja hier noch weg, dann kann man hier wieder einen Weg machen, vernünftig. Ja, aber der Leuchtturm ist trotzdem dran. Ah, finde ich jetzt nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich, dass unser Gebäude schon höher ist als der Leuchtturm, weil der oben schon sagt, hey, ich kann nicht höher. Ja, ich habe schon überlegt, ob wir den Leuchtturm nicht irgendwie nochmal umbauen oder was. Ja. Vielleicht so einen Baum erst wachsen lassen und da drum rum den Leuchtturm. So, Würstchen da rein. Oder wir bauen den Leuchtturm auf die andere Seite dann. Vom Steg. Ja, irgendwie sowas vielleicht. So, einmal reparieren. Das kann man her. Du sagst, da unten ist viel Stein. Ich komme mal einfach zu Fuß zu dir.
mal gucken, vielleicht überlege ich mir mal einen Leuchtturm. Das ist halt sehr limitiert beim Bauen, das ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Bin ich anderes gewohnt. Ja, bei Rising World, da kannst du dir den perfekten. Das ist ja total die Freiheit. Den perfekten Turm bauen. Ich bin Architekt, von daher bin ich es anders gewöhnt. Deswegen. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte dann. Ja. Ich habe gerade wieder Lag, oder? Mal F2 drücken. FPS. Sieht eigentlich gut aus. Aber hier lohnt es sich wenigstens das Abbauen, hey. Ja. Da kommt ordentlich Stein raus. Ja. Düster hier. Ja. Waren die Tage nicht irgendwann mal länger? Ich glaube. Ey, jetzt verpiss dich mal hier. Es gibt Jahreszeiten, ja. Oder zumindest von der Tageslänge her. Ach, scheiße, keine Ausdauer.
Ja. Jetzt stirb doch mal, Junge. Feuer machen und das hat mir nicht genug Steine. Schon wieder so ein Blutpenner. Des Grauens hier noch ein. Weiß nicht mal, wo unser Boot ist. irgendwo da, ja. Nee, keine Ahnung. Ach, Leute. Hallo, ihr Süßen! Cisco! Hi, danke für den Host. Stirb, du blöder Bastard. Oh, geht, bisschen müde. Aber sonst und selbst? Hier liegt lauter Zeug rum, ich bin gerade voll. Ach, da ist das Boot. Gerade eine wunderbare Runde in Valheim verbracht, ja? Schön. Ja, wir spielen auch so ein Spiel hier. Aber ja, wir spielen nicht so oft. Nee, gar nicht. Gar nicht. Wir sammeln gerade Steine, um unsere neue Behausung weiterzubauen. Könnt ihr mir mal hier nicht auf den Sack gehen, ihr blöden Drecksviecher? Ja, komm, entspann dich. Ey, die sind voll. Da kommt
vor hier gerade. Schamane, kill. Sehr gut. Was? Kein Holz mehr? Du haust jetzt aber, ja gut, dann wünsche ich dir gute Nacht. Und danke. Für den Horst. So, mal drehen. Nicht genug Schutz. Ach, meine Mutter hat nicht genug Schutz, ey. Das hier Zinn. Was verreckt hier, ey. So. Hast du mal auf mich anzupassen? Alter, nachts ist das hier echt zum Kotzen. Mhm. Kommst du gar nicht zu irgendwas? Nee. Komm, lauf mal was vorher, du. Oder so. Nicht genug Schutz. Ja, okay. Machen wir noch einen dran. Jetzt? Jawohl. Repair and Care. Wieder Tag, Halleluja. Ja, ehrlich. Was man da immer an Augen einsammelt, hey. Ja, ist der Hammer, ne? Man müsste noch irgendwas Sinnvolles damit machen können. Ich schmeiß die ins Meer jetzt. Zack, weg damit. Wenn man jedes Mal wieder aufhebt. Für jedes Auge, das du ins Meer schmeißt, kommen drei neue. Ja, so gut, ja. Sieben Stein. Ey, das Wasser nimmt hier alles mit, ey. Das ist kurz vor der Kante, du musst gleich schwimmen. Ja, ja. Ist schon dann ist heftig. Die Hacke weg. Ja. Nicht Coffee heute. Die wollte doch eigentlich kommen, oder? Weiß nicht. Ich glaube. Wollte nicht auch gestern irgendwie noch Cookie kommen oder so? Irgendwo wollte doch Samstag auch noch dazu kommen. Ja, ich weiß nicht, ob das schon fix war. Es hieß irgendwie Samstag oder Montag oder irgendwie so. Okay, ja, vielleicht morgen dann.
Das war zu viel. Jetzt schwimme ich. Ich glaube, das Boot ist eh schon fast voll. Bis hier hätten wir auch nur den Karren nehmen können. Wir haben keinen mehr. Einen neuen bauen. Ja. Die Nägel müssen wir doch noch haben. Was brauchen wir da? Brauchen wir da 10 Kupfernägel da? Ja. Ne, 10 Kupfernägel und ein bisschen Holz. Und schon steht das Ding. Relativ billig. Wenn sich jeder so einen Wagen nimmt, dann kann man einiges mitnehmen. Ja. Hier glänzt ja alles. Ist ja alles rum hier. Disteln. Pilze. Und Baumstümpfe. Ja, die guten Baumstümpfe. Ach, wieder voll. Ja. Viel passt nicht mehr. Nee. Ist auch noch Stein. Ja, aber ihr habt das jetzt hier gleich kaputt. Dann geht's nach Hause. Ja, du Nervensäge. Ja, da kommt noch einiges an Steinen.
Naja, immerhin haben die Viecher auch immer Steine dabei, wenn du sie killst. Ja. Also wenn wir irgendwann keinen Stein mehr haben, wir stellen uns einfach nachts hier in den Wald und dann kommen die Steine ja zu uns. Wieder ein Holz. Holz sagt wieder 57, sehr schön. Da war ich schon mal. Dann bin ich wieder bis auf 52 gedroppt. Was? 32? Nee, 52. Ich? Achso, du. Ja, dann weniger sterben, ne? Ja. Wäre angebracht. So, toll. Was denn? Ich habe keine Hacke mehr. Willst du mit hinfahren oder bleibst du da? Ich bin auch voll. Können wir mal ein Wettrennen machen, ich gehe zu Fuß. Ja, ich weiß schon, wer das gewinnt. Der Wind steht günstig. Jetzt ja, ja. Gerade wie ich es versucht habe, war da Gegenwind. Wir müssen eigentlich erst anlegen. Drin. So, unten hatten wir Steine und oben hatten wir Holz, ne? Obwohl, Moment. Das nehme ich mal halt mit und pack das hinten in die eine Bautruhe. Löwenzähnchen. Jetzt los, was? War so viel Bernstein oder es gibt Kohle.
Ach, den Flug haben wir hier. Da können wir ein bisschen grün machen. Hey, da ist eine Bodenplatte kaputt. Was ist das denn hier? Echt, da ist eine Platte kaputt? Ja, nee, fehlt komplett. Als hätte die einer rausgerissen. Dass das wirklich was mit dem Wasser zu tun hat. Das ist ja scheiße. Nee, ich glaube eher, das ist, sieht eher aus wie ein Bug. Zinnerz ist noch so schwer. Das ist ein krasser Wellengang hier. Ich glaube, ich sollte die andere Richtung wirklich aus Holz machen. Weil es hier sonst so viel blockt. Das erinnert mich an unser erstes Haus, was ja immer noch da steht, wo ich irgendwann kam und sagte, hier fehlt eine Bodenplatte, hier fehlt eine Deckplatte. Ja. Da war auch kein Wasser. Vielleicht, weil einige Sachen hier
nicht repariert sind, dass dann irgendwo einfach Sachen verschwinden, aber das wäre auch irgendwie Panne. Im Leuchtturm ist ja auch noch nichts verschwunden. Leuchtturm ist nichts verschwunden und das Ding ist ja jetzt auch erst ganz frisch gebaut. Also. Ja. I don't know. Ich auch nicht. Ach, schön, wieder Nacht. Habe ich schon vermisst. So. Hallo? 1,5 Kisten Steine sind wieder da. Wir haben dann cool. Holz, nehme ich an. Ich würde sagen, ja.
Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich das hinstelle. Der braucht 20 Stein und der braucht auch 20 Stein. Also ein Stack Steine. Wir den da in die Ecke setzen. Den anderen daneben. Könnten wir da irgendwie einen Abzug machen. Finden wir doch hier das Ding einfach ein bisschen zumauern. Da müssen wir auch dran. Oh nein. Ein Troll. Achtung. Ah, shit. Komm mal. Zwei Trolle. Sind immer zwei. Immer zwei? Mhm. Shit, muss mir jetzt mal ausruhen. Kacke, essen.
Wenn euch die blöden Tannen hier nichts sehen. Wo sind sie? Kann trotzdem durch die Tannen nichts sehen. Da. Despawned? Scheinbar. Sind sie weg oder ist die Schisser? Hm. Einfach despawned. Hauen mir die Birne platt und dann verpissen sie sich, die Schisser. Fuck. Die haben den Kopf an der Tür gesehen und gedacht, oh shit, da hängt schon ein Kopf, ich geh. So, wo war ich stehen geblieben? So, das passt ja eigentlich. Ein bisschen vor wie Assassin's Creed gerade mit meinem Aufzug hier. Mit meinem Rumgejumpe. Was ist da? Ich komme ein bisschen vor wie bei Assassin's Creed mit meinem Rumgejumpe hier. Mit meinem Trollumhang und sowas. Ja.
alles anders. Wir lassen das alles hier raus smokern. Stehen lassen können. Ich brauche kerniges Holz. Davon haben wir noch was. Das war falsch. Alter, ich bin sowas von Assassin's Creed, Mann. Ernsthaft.
Ausdauer mehr. Nein. So, wie macht man das jetzt da? Hier kommt hier nochmal Kaminschlot. Bevor wir in Amerika, wo die Hochhäuser bauen und ungesichert da rumtanzen. Ja. Wenn ich hier runterfall, bin ich wahrscheinlich genauso tot wie die. So, da jetzt bitte ein Dach drauf. Okay, das. Komm schon. Einfach mal ein bisschen kreuz und quer bauen. Springt der da nicht richtig hoch, Alter? Was ist los? Bringt der hin? Crazy Dude. Wow. So, jetzt. So, Ultra Range Shot, wo ist es hin? Da. Verdammt. Ich kann das Reh nicht erschießen, weil es Clipping Range ist. Dabei steht es nur da unten. Ist jetzt vielleicht? Jetzt. Oh,
Der ging aber schnell runter. Kurz vor dem Reh. Ach, dann wieder kein Holz fürs Dach. Na gut, aber wir haben auch schon wieder 12. Das heißt, ich werde jetzt an dieser Stelle pausieren und morgen geht's weiter. Ja, dann kriegen wir das Haus hier doch fertig, würde ich sagen. Und dann können wir so langsam alles von dem alten hier rüber shiften. Und das alte abreißen. Nacht frei. Frei, gute Nacht. Genau, so werden wir es machen. Alles klar. Dann wechsle ich auch mal in den Endscreen. Und lock hier mal aus. Wo ich noch irgendwas trigger. Und wünsche allen eine gute Nacht. Danke, dass ihr da wart. Cisco, nochmal danke für den Raid und den Host. Der Raid kam gar nicht durch, ne? Doch. Ach, war beides gleichzeitig. Hat sich überschrieben. Ich kann nicht gesehen. Ich habe nur den Host gesehen. Ja, und genau. Morgen geht's weiter. Dann bauen wir das Haus fertig und dann müssen wir vielleicht mal so langsam gucken, wie die Location beim dritten Boss aussieht, oder? Sollten wir nochmal vielleicht einen Abstecher machen. Also wir haben zwar ein Portal eingesetzt, aber wir waren ja noch nicht so wirklich gucken, wie es da aussieht an der Stelle, wo der markiert ist. Ob das eine große Arena ist, ob das eine kleine Arena ist, mit was man den beschwören muss, das steht ja alles da. Und ja, ansonsten müssen wir Material farmen, jede Menge. Menge. Und Eisen müssen wir gucken, wo wir Eisen herkriegen. Ja. Das ist... Also bevor wir den dritten Boss machen, müssen wir wirklich gucken, dass wir irgendwo Eisen herkriegen, würde ich sagen, oder? Unbedingt. Auf jeden Fall. Alles klar, dann bin ich jetzt mal raus und sage gute Nacht und einen schönen Dienstag. Nee, Montag. Montag ist morgen. Warum ist ja Montag erst? Obwohl, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, morgen ist Dienstag, ja. Doch. Also, ich bin raus.